Seid herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Und zwar geht es heute um Skyblock. So, dazu öffnen wir einfach mal heute die Skyblock-Welt von NameMeters. Das ist, weil ich Mods verwende, die aber in dieser Welt nicht unterstützt werden. So, das schalten wir ab. So startet in der Regel eine Skyblock-Welt. So, dieses ist die Skyblock-Welt, wie gesagt, von NameMeters. Da befindet sich hier in der Ecke ein kleiner Kuchen. Und da hinten ist die erste Insel, auf die wir eigentlich müssen. Das ist die zweite Insel, zu der wir müssen. Und das ist die dritte Insel, zu der wir müssen. So, in dieser Kiste befinden sich fünf Feuerwerksraketen, ein Kaktus, Melonenkerne, zwei Bücher, eine Fackel, ein bisschen Sand und eine Schaufel. Wofür die Feuerwerksraketen sind, habe ich leider noch nicht rausgefunden. Dieses erste Buch, das nehmen wir uns einfach mal. Das zweite Buch nehmen wir uns einfach mal und schauen einfach erstmal rein. So, das erste Buch ist von Yama. Der sagt nur, ich war hier. So, in dem zweiten Buch haben wir die Anleitung. Und zwar heißt es in der Anleitung, hallo Minecraft-Freunde. Bei diesem Skyblock-Spiel gibt es einige Ziele, die man erreichen muss. In welcher Reihenfolge bleibt dir überlassen? Auf den folgenden Seiten findest du eine Liste zum Abarbeiten und nun viel Spaß. So, dann blättern wir jetzt einfach mal weiter. Hier heißt es, erreiche andere Inseln. Das ist das, was ich ja eben schon gesagt habe. Erstelle eine endlose Wasserquelle, baue einen Cobblestone-Generator, baue eine Fläche aus Cobblestone, die 50x50 groß ist, erstelle ein Bett, baue eine Monsterfarm, erstelle ein Netherportal, Frame 5 Dschungel, farme 5 Dschungelbäume, 5 Fichten, 5 Eichen, 5 Birken. Zäune dein Gebiet ein von mindestens 50x50, crafte 50 Quarzblöcke. Gut, dazu müssen wir ins Netherportal. Baue in einer Etage Fußboden mit Quarzblöcken und so weiter und so fort. So, finde im Nether eine Burg und so weiter. Viel Erfolg wünscht dir NameMeters. So. 6, leer. 7, 8, halt, da war was. Mehr wirst du in diesem Buch nicht finden. Naja, wir sind ja neugierig und blättern einfach mal weiter. Scheint wirklich nichts drin zu sein. Ah, ernsthaft. Hier steht mehr. Brauchst du also nicht. Okay. Blättern wir trotzdem weiter. Wir haben ja noch ein paar Seiten, ne? Also von daher, da wird echt nichts mehr kommen. Na gut, okay. Ah, glaub es ruhig. Hallo? Ah, okay, jetzt glaube ich's. So, das erstmal dazu. So, die Bücher sind erstmal jetzt nicht so ganz wichtig. Die packen wir wieder zurück. Nehmen dafür uns die Schaufel. Und schauen einfach mal, was wir hier so haben. Hier ist ein Haufen Erde runter. Da ist auch... Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ungefähr mit Erde. So, in die Richtung müssen wir. Das heißt, wir nehmen erstmal den Block. Und sehen jetzt mal zu, dass wir halt einfach abbauen, ohne runterzufallen. Ah, da ist schon gefährlich. Wenn wir da reinfallen, kommen wir erstmal so, ohne weiteres nicht mehr hoch. So. Mal möglichst dicht an die Blöcke rangehen, weil ansonsten kann es passieren, dass der Block einen Abgang macht und liegt unten. Und was unten liegt, ist dummerweise weg. So, aber auch nicht zu dicht rangehen, weil ansonsten, liegt man selber unten und ist halt weg. So, versuchen wir das hier mal. Da, so. Auf diese Art und Weise muss man jetzt halt eben, wie gesagt, zusehen, dass man alles hier wirklich gemütlich abbaut. Eins sollte hier auf gar keinen Fall aufkommen, das ist Hektik. Der Block ist weg, weil ansonsten passiert es nämlich wirklich, dass man halt unten liegt. So, hier können wir jetzt mal runterbauen.
Da müssen wir hin. Es halt so bauen, dass man auch wieder hochkommt, weil ansonsten hat man Problem. So, der Block ist auch weg. So. Auch ohne Probleme wegnehmen. So, den auch. Den auch. So, bei diesem Block ist es so, wenn ich den jetzt hier drunter abbaue, ist der Kuchen weg. Muss ich mal gucken, ob ich den Kuchen vielleicht abbauen kann, ob das funktioniert. Leider nicht. Weg ist der Kuchen. Dumm gelaufen. Aber kann man mit leben. So, 26 Blöcke. Jetzt gehen wir hier mal einen runter und hier einen runter. Hier einen runter. Den nehmen wir weg hier. Den nehmen wir weg. Weg ist weg. Wie gesagt, also das ist doof, dass ein Teil der Blöcke halt einfach verschwindet dann. Naja, gut. Lässt sich nicht ganz vermeiden, dummerweise. Vielleicht lässt sich schon vermeiden. Ich bin halt einfach nur zu dusselig dazu. So, jetzt versuchen wir den hier. Aber ich glaube, da ist nichts mehr drunter. Das dürfte der letzte Block sein hier. So, wir versuchen das einfach. Gut, den haben wir noch gekriegt. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir da einigermaßen heile drüber kommen. Dazu gehen wir einfach in die Hocke. Und gehen hier einfach. An dem ist das Grundgestein, das lässt sich ja nicht abbauen. Gehen wir einfach langsam rüber. So, und bevor wir jetzt hier irgendeinen Blödsinn machen, gehen wir jetzt erstmal noch mal kurz zurück. Da fällt mir nämlich gerade was ein. Nee, doch nicht. Ist Blödsinn, weil wir brauchen da erst oben die Baumsetzlinge. Das sehen wir in die Hocke und bauen einfach erstmal hier weiter, bis wir halt eben hinten anstoßen. Vorteil der Minimap, da können wir sehen ungefähr, wie weit wir da noch müssen. Mal gucken. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier Blöcke drunter kriegen, dass uns der Eisenblock nachher nicht runterfällt. Weil im ersten Versuch ist es mir passiert, dass mir ständig dieser Eisenblock runtergefallen. Ja, und dann geht es halt auch nicht mehr weiter. Weil den Eisenblock brauche ich. So, versuche ich mal hier abzubauen. So, den hier. Und den hier. Wo komme ich noch an die Kiste ran? Jawohl. So, jetzt haben wir vier Blöcke. Den kann man noch nehmen. Und jetzt gehen wir wieder rüber. Und machen da einen hin. Und ich würde sagen, da einen hin. So, jetzt können wir mal gucken, was haben wir hier. Ist Eiche. So, den versuchen wir jetzt erstmal zu kriegen, ohne dass er runterfällt. Haben wir. So. Die anderen können wir eigentlich jetzt erstmal noch stehen lassen, weil die sind erstmal nicht so wichtig. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und würde sagen, bauen den da noch ab. Den da. Versuchen hier mal jetzt noch die Erde zu kriegen. So. Und setzen. Versuchen den noch wegzumachen hier. Also mal Risiko. Zack, der ist auch wieder weg, der Block. Ja, auch. So, das ist doof, aber lässt sich nun mal nicht vermeiden. So, jetzt versuchen wir den hier zu kriegen. Den haben wir.
Und versuchen jetzt hier langsam rüberzukommen. So, noch einen am besten. So, jetzt versuchen wir den zu kriegen hier. Haben wir. So, und jetzt kann man nämlich hier drunter, da, Block setzen, da, Block setzen, da, Block setzen. Somit haben wir im Prinzip die Blöcke erstmal hoffentlich gerettet, weil die können jetzt erstmal so nicht mehr runterfallen, weil er ja im Block drunter ist. So, soweit so gut. So, jetzt haben wir die Fläche hier und setzen einfach mal, würde sagen, da noch einen hin, sicherheitshalber. Und da noch einen hin und da noch einen hin, da und da. Jetzt haben wir noch vier Stück, haben wir noch da und da. Und wir sagen da und da. So, und setzen ziemlich mittig hier ungefähr, würde ich sagen. Warte mal hier. So. Ungefähr hier. Das ist ungefähr. Das ist ein schöner Platz. Setzen wir erstmal die Eiche hin. So, gehen hier hoch. Und jetzt einfach mal aus der Kiste die olle Fackel. Tun den Blumenpott zurück. Und stellen einfach mal die Fackel auf hier. Können wir aufs Grundgestein stellen, weil können wir sowieso nicht abbauen. So, jetzt versuchen wir hier nochmal den Block zu kriegen. Und das war's mit der Schaufel. So. Jetzt versuchen wir mal hier noch einen Block drunter zu kriegen, ohne abzustürzen. Perfekt. Können wir nämlich den hier wegmachen. Und den hier. Ja, auch verschwunden. Toll. Okay. So, jetzt können wir eigentlich erstmal nur warten, dass der Baum wächst. So, der Baum ist gewachsen. Jetzt können wir beigehen und anfangen erstmal hier unten also wieder frei zu graben und fangen an, das Ding abzubauen. So, nehmen wir erstmal zwei Holzklötze. Na komm. So, mit diesen zwei Hölzern machen wir erstmal eine Workbench. Und die setzen wir da, wo die Fackel ist, hin. Das heißt, wir versuchen jetzt erstmal noch den da zu kriegen. Das heißt, wir gehen in die Hocke. Versuchen wir, ob das klappt. In die Hocke gehen. Ja. Und setzen da. Ne, jetzt machen wir was anderes. Und zwar jetzt gehen wir hier vorsichtig drum rum. Und komme ich nicht hin. Das ist doof. Na ja, gut, setze ich die Workbench erstmal dahin und klatsch die Fackel doch da wieder hin. So, danach nehme ich mir zwei und mache mir da erstmal Sticks von. Jetzt brauche ich natürlich drei Holz für eine Holzaxt. Das heißt, ich gucke mal, ob ich hier noch ein Stück Holz rauskriege. Ja, war eh schon das letzte. Gut, okay. Dann machen wir das so und hoffen, dass jetzt hier Setzlinge vom Himmel fallen und machen erstmal aus dem Ganzen eine Holzaxt. Sieht in dem Mod ein bisschen komisch aus. So, jetzt können wir gemütlich hier das Laub abbauen. Wir hoffen, dass da noch irgendwo ein Setzling rauskommt. Einen haben wir schon, das ist gut. Zweiten ist noch besser. Drei Setzlinge, das ist schon perfekt. Die setzen wir jetzt einfach hier hin. Zack, zack, zack. Vielleicht fällt ja noch ein Apfel ab. Na, was sagt's denn? Auf jeden Fall, dass wir mal Hunger kriegen.
unser Glück und kriegen noch einen Apfel. Ja, leider nicht. Okay, soweit so gut. Jetzt warten wir halt eben wieder, bis das wieder wächst. So, in der Zeit können wir aus diesem Holz machen wir Half Steps von. Weil aus 6 Holz kriege ich 12 Half Steps, das heißt, ich kann die doppelte Menge an Fläche im Prinzip überbrücken. So, als nächstes müssten wir eigentlich darüber. Jetzt wäre ich natürlich doof, hätte ich eine Schaufel. Ah, eine Schaufel geht noch. So, machen wir noch eine Schaufel. So, ja, gut, okay, da sind wir wieder. Kleine Unterbrechung. Olle Telekom, die haben irgendwie nichts Besseres zu tun, als einem auf den Keks zu gehen. Mit neuen Verträgen und so ein Gedönse. Egal, was soll's, weiter geht's. Wir haben die Schaufel erstellt. Gucken nochmal, da müssen wir rüber. Das heißt, wir versuchen jetzt mal vorsichtig hier hin, da so. Und versuchen mal, dass wir den Block da kriegen. Ja! Und setzen hier mal gleich einen Half-Step drunter. Das heißt auch in die Hocke am besten. Half-Step drunter. Ich versuche mal jetzt den da hinten hinzusetzen. Dass ich hier runtergehen kann und eventuell den noch kriege. Und den kriege. Weg ist er. So, und kann jetzt gleich in die Hocke und gehe jetzt einfach mal hier rüber. So. Versuchen wir da noch und da noch. Und gucken, ne, noch einen weiter. Einen weiter und dann hier rüber. Zack. Zack. Zwei haben wir noch. So, da einen hin. Können wir da einen hinsetzen und können die Erde hier abbauen. Ohne dass er runterfällt. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier oben die Kiste wegholen. Das heißt, wir machen erst die Kiste leer. Und hoffen, dass alles gut geht. Und bauen den da ab und bauen die Kiste ab. Nein, wir gehen hier rüber und bauen jetzt die Kiste ab. Die Axt für. So, die haben wir auch. Und können jetzt uns hier erstmal einen runterbauen. Oh, Glück gehabt. Gar nicht dran gedacht, eben, dass da eventuell schon gar nichts mehr drunter ist. So, die Kiste setzen wir am besten. Wo setzen wir die am besten hin? Auf den Holzblock. So, und können erstmal alles wieder reinpacken. Erstmal alles rein. Immer alles, was irgendwie möglich ist, in Kisten verstauen. Für den Fall, dass man sterben sollte, ist immer noch die Option, dass das in der Kiste ist und man halt es eben nicht verloren hat. So, trotzdem brauche ich jetzt die Schaufel und gehe jetzt hier ganz vorsichtig lang. Ich habe jetzt hier mal, muss mal gucken hier. So, da ist noch nichts drunter. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, wieder bis der Baum wächst. Den können wir noch. Und den können wir auch noch. So, und den können wir auch noch versuchen hier. So. Die Erde gleich wieder weg. So, weil hier ist jetzt im Prinzip erstmal nichts mehr weiter drunter. Das heißt, wir müssen im Prinzip jetzt erstmal nur außen rum bauen, zusehen, dass wir hier irgendwas drunter bauen können, um erstmal eine vernünftige Fläche zu bekommen. So, das heißt, warten und warten. Nachdem wir uns jetzt hier wieder eingebaut haben, durch das Wachsen der Büsche, Bäume, können wir jetzt beigehen und können hier schon mal was weghauen.
So, da ich jetzt hier keinen Timber-Mod installiert habe, ist es so, dass wenn ich den ersten Stamm weghaue, der Baum auch komplett verschwindet und auch beim zweiten sich hier nichts weiter irgendwie abbaut. Mit dem Timber-Mod ist es so, dass wenn man den zweiten Holzblock abbaut, setzt sich automatisch unten gleich ein neuer Setzling und man braucht dann halt eben da keinen neuen hinzusetzen. Hier ist es halt so, dass man halt eben warten muss und warten und warten. Also der Anfang ist grundsätzlich hier im Skyblock immer, ja, mehr warten und überlegen als das eigentliche Spielen in dem Sinne. Ja, ein, zwei Setzlinge, das ist nicht so ganz viel, aber besser wie nix. Die setzen wir mal gleich wieder hin. So, die Eichenbretter. Sie überlegen. Ja, die mache ich jetzt erstmal alles zu Brettern und mache erstmal alles zu Half Steps. So, jetzt habe ich 60 Half Steps. Da müsste ich eigentlich erstmal eine ganze Ecke mit schaffen. Dazu werde ich hier an der Außenseite gucken, dass ich da auch Half Steps platziere. Aus einem ganz einfachen Grunde, wenn hier irgendwas von den Bäumen runterfällt, dass das nicht verschwunden ist, sondern auf die Half Steps fällt und mir somit nicht verloren geht. Weil das Schlimmste, was im Skyblock passieren kann, ist, dass einem irgendwas runterfällt, weil das ist definitiv weg. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt haben wir noch 44 Half Steps, da kommen wir auf jeden Fall außen rum mit. So, hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen tricksen wieder. Wieder in die Hocke. Eins, zwei und da ein, da ein, da ein, da ein, da ein, da ein. So, jetzt haben wir noch 36, das müsste reichen. Beim Zweifelsfall wachsen die Bäume ja auch wieder nach. Der sollte da nicht hin. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, haut das hin. Na komm. Schauen, jetzt müssen wir hier rausgehen. Es sieht immer aus, als wenn man jeden Augenblick runterstürzt. Ist aber nicht so. Also man hat da schon noch ein bisschen Luft. So, jetzt können wir da. Einer sollte da noch hin. Da und da. Jetzt können wir hier runtergehen. Da drüben reicht das leider noch nicht. Bei Half Steps ist immer das Risiko, dass man schnell mal drüber springt, weil die ja als Treppe auch dienen. Und somit ist das Risiko natürlich relativ groß, dass man da schnell mal so einen Satz macht und drüber wegfliegt. So, jetzt versuchen wir mal. Na, da wollten wir nicht hin. In die Hocke. Zack, zack, zack. Genau so wollte ich das haben. So, kommen wir an den da auch schon dran. Ja, perfekt. So, der ist wahrscheinlich noch zu hoch. Das heißt, wir können hier lang. Setzen da einen hin. Setzen da einen hin. Können da einen hinsetzen. Und kommen damit nicht in die Ecke. Das ist doof, aber wir können den wegnehmen und können da jetzt einen drunter setzen. Und somit haben wir im Prinzip alle Blöcke hier erstmal so weit gesaved, dass die einen nicht mehr abbauen können. So. Eichensetzling gab es auch noch. Prima. So, den Eichensetzling klatschen wir hier gleich hin. So. Vier Half Steps habe ich noch. Mit denen kann ich jetzt anfangen, hier rüber zu bauen. An der Stelle verwenden wir jetzt keine Erde mehr. Weil die Erde brauchen wir später.
Die ist jetzt überlebenswichtig sozusagen. Na, man könnte versuchen, dass man jetzt hier irgendwie noch weiter nach unten kommt, aber das Risiko ist halt sehr groß. Gut. Die Erde wegpacken, das Holz wegpacken, den Apfel wegpacken. So, das erstmal, meine runtergefallen hier hinten. Das erstmal so zum Anfang von Skyblock.